Ach, in diesem Stück fange ich einmal unten an. Ich bin jetzt zum vierten Mal ungefähr hier und werde schon argwöhnisch beobachtet. Mein Akku war einfach alle, deswegen musste ich wieder loslatschen und den nochmal auffüllen. Ich habe zu den Gesichts- oder Kopfdarstellungen mit der nicht vergoldeten Maske, ohne die vergoldete Maske, gesagt, dass die hinten offen seien. Das ist natürlich nicht so. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die sind auch in ihrer gesamten Rundung gefertigt, die Köpfe. Und es ist nur so, dass die oben abgeflacht sind, so als hätte man die Schädeldecke sozusagen abgeschnitten. Bei einem ist durch Materialverlust das Loch erhalten geblieben und bei den anderen ist aber oben so eine flache Bronzeplatte drauf, die den Kopf dann abschließt. Gut, kommen wir jetzt hierzu. Ein alter Bekannter, über den habe ich nämlich mal was recherchiert und geschrieben für ein Seminar, das ich besucht habe. Wir sehen hier ganz unten an dem Stück erstmal einen undekorierten, nahezu quaderförmigen Sockel. Wahrscheinlich hat man, was heißt wahrscheinlich, ich nehme an, dass man dieses Stück in den Boden eingelassen hat, damit es fester steht. Danach kommt ein Ziersockel. Wir sehen hier schräg von vorn von der Seite darauf. Es sieht von vorn aus wie ein Elefant mit Kopfschmuck. Zu jeder der vier Ecken schaut einer der Köpfe nach vorne. Und es sieht aus, als wenn dieser Sockel auf den vier Rüsseln jeweils steht. Wenn man diesen linken Kopf hier von der Seite betrachtet, sieht man hier auch ein Auge. Hier vielleicht ein Stoßzahn und insgesamt das Ganze könnte eventuell der Rüssel sein. Und hier oben halt der Kopfschmuck. Es ist möglich, dass es das darstellen soll oder könnte. Ich stelle das einmal um. Wenn man es von dieser Seite sieht, dann zeigt sich das Ganze ganz anders. Es könnte nämlich genauso gut irgendeine Dämonen- oder Geisterdarstellung sein. Da wären wir hier auf der Augenpartie, hier ein Auge, da ein Auge. Da hat man hier so Fresswerkzeuge oder Reißzähne, die nach außen gehen. Und hier zwei Hörner. Das ist auch eine mögliche Interpretation. Jetzt gehe ich mal ein bisschen näher. Dann haben wir die Standplatte. Die Beleuchtungssituation ist leider nicht so schön, aber ich hoffe, man sieht es trotzdem. Ich zoome mal etwas ran. Da haben wir hier ein Muster. Das sehen wir zu allen vier Seiten dieser Standfläche. Und ich gehe mal wieder mit dem Finger davor. Dieses Muster ist eingefasst. Man sieht es von hier her, hier am Rand und hier oben. Mit so kleinen Ringen, das könnte auch wieder ein Verweis auf diesen Augenkult oder Sonnenkult sein oder die Verbindung zwischen Auge und Sonne. So, und was genau schauen wir uns an? Dafür stelle ich das Ding nochmal um. Sehen es uns jetzt von der besser betrachteten Seite an, zoomen nochmal raus und gehen nach oben. Es ist nämlich akkurat in diese höchst bekannte Figur eines, vielleicht Schamanen, vielleicht Königs, Zauberers, irgendeiner Figur, die in so einem Kontext steht. Fange ich auch wieder unten an. Wir sehen, die Füße sind unbekleidet, aber ansonsten ist der Körper insgesamt bekleidet. Ich drehe langsam mal nach oben. Wir sehen hinten eine längere Schärpe. Das ist der eine Teil des dreiteiligen Anzugs. Ansonsten trägt der Herr einen Rock offensichtlich, falls es ein Herr ist. Man kann die Gesichtszüge nicht genau auf ein Geschlecht festlegen. Und er trägt ein Obergewand. Also dieses Obergewand gehört noch zu dieser langen Schärpe oder zum Umhang dazu. Ist so ein langes Gewand. Und darunter, das kann man aus diesem Winkel nicht sehen, trägt da noch so ein Unterhemd oder Untergewand. Ich habe jetzt mal den Kopf anvisiert. Sehen wir es uns mal von hier an. Ich stelle es noch ein klein bisschen um, damit der Winkel ein bisschen anders ist.
Also wir sehen hier den Kopf bzw. das Gesicht und Arme und Oberkörper. Und erstmal erzähle ich was zur Kleidung an sich. Die Kleidung ist mit einem reliefartigen Dekor überzogen. Auf dem Rücken, das kann man von hier aus nicht sehen, sind Drachen dargestellt. Aber ansonsten findet man an verschiedenen Partien der Kleidung auch wieder Augenflecken oder Sonnenflecken. Teilweise länglich, teilweise rundlich, aber auf jeden Fall immer relativ eindeutig in Anlehnung oder in großer formaler Ähnlichkeit zu den anderen Sonnen- oder Augenflecken, die wir schon gesehen haben. Das Gesicht ist gearbeitet wie bei den Masken auch, also es ist dieses ganz charakteristische Sansindui-Gesicht. Auch hier gibt es wieder ein Ohrloch, wo möglicherweise Schmuck angebracht war, aber es wurde auch Schmuck in diese Figur eingearbeitet sozusagen. Und zwar trägt sie einen Kopfschmuck, eine Krone, ein Diadem oder sowas, und zwar einen zweiteiligen. Zuerst haben wir ein Stirnband vorn. Und dann da drauf angebracht, es könnten eventuell Darstellungen von Blättern oder Federn sein. Ich werde jetzt auch, wenn es wackelig wird, das Ding noch einmal hochnehmen. Wir sehen uns das mal aus dieser Perspektive an. Da haben wir auch hier wieder Augen, an der Seite auch sehr groß. An der anderen Seite ist auch, ist nur aus diesem Winkel nicht zu erkennen. Wenn ich mich jetzt schon so davor stelle und hier rumwackele, dann kann ich auch doch nochmal darauf verweisen, dass man hier Teile des Untergewandes sieht, die unter diesem Umhang oder Mantel hervorschauen. So, dann stelle ich es nochmal hin. Was ansonsten noch auffällig ist, sind die Arme. Insgesamt ist die Figur ja sehr schlank, eigentlich sehr unnatürlich schlank, und die Arme sind dann übermäßig und unverhältnismäßig kräftig, und besonders die Hände sind sehr riesig. Und bei den Händen ist auffällig, dass die Finger so ringförmig gehalten werden, und es ist wahrscheinlich, dass diese Figur irgendwas halt in diesen großen Händen gehalten hat. Also es könnte in der Tat sein, dass es irgendwie eine Zeremonie gab, wo ja ein Zauberer, ein Schamane oder vielleicht auch der Herrscher, der ja eventuell auch religiöse oder kultische Funktionen übernommen haben könnte, wo der halt einfach Opfergaben dargebracht hat und das in dieser Figur verarbeitet wurde. Es besteht halt die Möglichkeit, dass da entweder Gefäße gehalten wurden, es besteht aber auch die Möglichkeit, da das Ganze ja relativ südlich in China war, in Sichuan, und es in der Bronzezeit in Südchina noch Elefanten gab und man auch viele Elefantenstoßzähne als Grabbeigabe gefunden, Beigabe in diesen beiden Gruben gefunden hat, in denen auch die ganzen Objekte waren, die ich euch bis jetzt gezeigt habe. Es ist auch gut möglich, aufgrund der Position der Hände zueinander, dass diese Figur auch einen Elefantenstoßzahn in den Händen hielt. Ja, das mit den Stoßzähnen hätte ich ohne das Referat jetzt nicht gewusst, aber ist doch ganz interessant. So, rechts auf dem Bild sehen wir den Herren nochmal komplett. Und ich gehe jetzt noch einmal nach unten. So, wunderbar. Und damit verabschiede ich mich dann von euch. Und als nächstes sehen wir uns dann in Lanzhou wieder.